Coaching im Dreiklang. Ja, wie können wir die Potenziale der Menschen in den Organisationen voll entfalten? Das ist letztlich die Frage. Nun, häufig werden ja Führungskräfte auch in die Position von Coaches gesetzt. Und es ist letztlich eine Anforderung, eine Führungskraft mehr als Coach zu wirken. Nun, warum das nicht immer ganz so einfach ist, das wird der eine oder andere schon erfahren haben. Und das können wir uns einfach nochmal klar machen, wenn wir mal uns die Wechselwirkungen angucken, die wirklich da sind und mit denen wir lernen dürfen, umzugehen. Also schauen wir uns mal hier eine vereinfachte systemische Betrachtung an. Nun, wir haben also hier mal eine einzelne Persönlichkeit und diese einzelne Persönlichkeit gestaltet ein Umfeld, einen Kontext und in diesem Kontext verhält sich diese Persönlichkeit. Oder umgekehrt, durch das Verhalten wird ein bestimmter Kontext gestaltet. Also bei einem Einzelunternehmer, der dann selbstständig ist, ist das eine relativ einfache Geschichte. Und er selbst muss sich halt so verhalten, dass er sein Umfeld und seinen Kontext so gestaltet, dass er mit seinem Unternehmen erfolgreich ist. Nun, wenn wir uns jetzt mal den Kontext einer Unternehmung, einer Organisation anschauen, dann haben wir dort eine Reihe von Persönlichkeiten, die gemeinsam einen Kontext gestalten, die sich gemeinsam in diesem Kontext verhalten. Und das Verhalten Einzelner wirkt natürlich wieder auf Einzelne zurück. Und wir sehen schon, das Ganze wird komplex. Komplex auch im Sinne der Vielfalt, aber nicht nur im Sinne der Vielfalt, sondern auch im Sinne der Unvorhersehbarkeiten. Und hier im Zentrum ist mal das Eisbergmodell der Kommunikation abgebildet. Also das, was wir beobachten, was nach außen hin sichtbar ist, ist das eine. Was sich aber unterhalb der Wasseroberfläche abspielt, also welche Glaubenssätze, welche Vorannahmen, welche Werte, welche Bedürfnisse die Menschen haben, das sehen wir natürlich nicht immer notwendigerweise in ihrem Verhalten. Und das ist genau die Herausforderung, die wir bei solchen Coaching-Ansätzen haben. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und wenn wir uns damit befassen, wie Veränderung funktioniert und das Ganze im Unternehmenskontext betrachten, dann können wir uns das zum Beispiel an diesem Modell einer DNA einer Transformation klar machen. Also auch hier haben wir wieder, und das ist jetzt diese rote Spur, haben wir wieder Individuen, die letztlich über eine Reihe von Brücken in der Organisation, auf die Organisation, mit der Organisation wirken. Also diese Brücken, das sind zum Beispiel die Prozesse, das ist die Organisationsstruktur oder die Ablaufstruktur oder die informelle, das ist die Strategie, das ist die Führung. Das sind die einzelnen Wechselwirkungen in den Teams, das sind beispielsweise auch HR-Prozesse, das ist das Umfeld, das sind die Mitbewerber, das sind was auch immer. Es gibt also eine Reihe von Wechselwirkungen. Und wenn es nun um das Thema Transformation geht, dann sollte es natürlich irgendwo in eine Richtung gemeinsam gehen. Und aus unserer Sicht ist hier der stärkste Hebel in dem Bereich der Führung zu sehen. Führung heißt immer, etwas zu starten, etwas zu beginnen, etwas zu initiieren und dann mit auf den Weg zu nehmen. Und insofern ist die Herausforderung jetzt in diesem Zusammenhang, mit diesen Wechselwirkungen umgehen zu können. Beispielsweise, wenn in Unternehmen die Projektstruktur von einer, sagen wir mal, herkömmlichen Struktur umgestellt wird, auf eine mehr agile Struktur beispielsweise, dann ändern wir damit nicht nur die Prozesse, sondern wir ändern damit auch zum Beispiel die Mandate für die Teams. Wir ändern damit auch die Mandate für die Führung. Unter Umständen ändern wir auch das Thema Struktur, also eine Matrixstruktur beispielsweise mit mehr selbstorganisierten Strukturen, mit Zellstrukturdesign zu kombinieren, ist eine große Herausforderung. Und genau diese Wechselwirkungen, die dürfen wir immer im Hinterkopf behalten. Und die machen es eben notwendig, dass
wir nicht mit irgendwelchen Konzepten von außerhalb arbeiten, sondern dass wir von innen heraus an den Führungskonzepten, an der gemeinsamen Gestaltung des Umfeldes, des Kontextes arbeiten. Und darum geht es nämlich beim Coaching im Dreiklang. Wenn der Einzelne das Wir mitgestaltet, das Team mitgestaltet oder seinen Beitrag zur Teamgestaltung leistet und alle letztlich einen Beitrag zur Organisation leisten können und leisten werden, dann hat das eine Rückwirkung auch auf den Einzelnen. Und dieser Dreiklang, der ist immer wieder auch entscheidend bei der Betrachtung, wie wollen wir die Gesamtorganisation voranbringen. Und letztlich kann jeder Einzelne, wir sehen das in diesem Dreieck, kann jeder Einzelne seine Wirkung, seinen Beitrag dazu leisten. Ja, und das ist genau das, was wir unter diesem Ich, wir alle verstehen. Also es geht von jedem selbst aus. Es geht letztlich dann in die Teams hinein, also zu dem Wir. Und die Teams wiederum, die sind ja das Entscheidende für das Wert, für die Wertschöpfung der Organisation gesamt. Und insofern nochmal, jeder Einzelne ist wichtig und jedes einzelne Potenzial zählt. Und das ist für uns das ganz Entscheidende. Und deshalb ist eben die Leadership Coaching Challenge auch für das Unternehmen, im Unternehmen wirksam. Also jeder Einzelne kann dazu beitragen. Und wie er das machen kann und wie jetzt bestimmte Rollen und Mandate aussehen, das schauen wir uns im nächsten Video an.